Hallo und herzlich willkommen zurück jetzt zu Factorio. In der letzten Folge haben wir gesehen, wir können ein bisschen was optimieren. Jetzt wollen wir noch kurz die Seiten optimieren. Ja. Was unsere Kupferförderung angeht, unseren Kupfertransport. Hier müssten wir nämlich mal einmal... wieder nach außen liefern hier. So. So ein bisschen mehr von beiden Seiten das beschickt haben. Und jetzt haben wir nämlich wieder ein neues Problem. Nämlich jetzt fehlt uns Eisen. Wir brauchen hier ohne Ende neue Zahnräder, die wir jetzt eine ganze Zeit noch nicht gebraucht haben. Brauchen wir jetzt oben für die Förderbänder. Da gehen, seht ihr das? Hier gehen ordentlich welche von raus. Und hier vorne fehlen Eisenplatten, um die Schaltkreise herzustellen. Das heißt, wir müssen auch die Eisenplattenanlieferung etwas beschleunigen. Und das wiederum bietet sich an, mit schnellen Förderbändern zu erledigen. So, und dann brauchen wir noch einen schnellen Trenner. Das müssen wir erstmal wieder beliefern lassen. Was mich daran erinnert, dass wir nach den Robotern gucken wollen. Wir hatten ja unsere Roboterproduktion hier unten. Wo war sie? Hier. Da können wir jetzt mal wieder welche bauen. Und zwar... normale Transportroboter. So, schauen wir mal weiter. Die Kiste ist nämlich an voll. Nee, ist sie nicht, weil... ja, Zahnräder fehlen, genau. Das sind jetzt so Sachen... Eisen fehlt jetzt wieder. Wo ihr mich ja vorgewarnt hattet, dass das alles, was ich hier mache, viel zu eng werden wird. Und natürlich hattet ihr recht. So, dann schauen wir mal. So, einmal den ersetzen. Und einmal den ersetzen. Aber da sehen wir schon, es wird auch grundsätzlich zu wenig hergestellt. Mal schauen, ob sich das jetzt hier gebessert hat. So, den Zwischenschritt hier auch noch. Da fehlt mir eben welche. So. Und dann nehmen wir noch einmal hier einen schönen Terrenner. Na, für die hier nicht, oder? Aber für die hier. Und dann brauchen wir auf jeden Fall hier unten auch nochmal das schnelle Förderband. Und auch hier das schnelle Förderband. Dass hier auch Platz ist, dass das da hinbringen kann. So. Das sieht schon besser aus, aber ihr seht, jetzt fehlt natürlich Eisen hier. Eisenplatten. Da können wir noch zwei Öfen hinstellen oder so. Weil die anderen Ressourcen haben wir auch direkt genug von. Sieht gut aus. Mehr als 12 passt da glaube ich nicht dahin, oder? 2. Und jetzt brauchen wir noch... normale Knickarme. Dieses bisschen macht natürlich jetzt den Kohl nicht wirklich fett.
Denke ich mal. Schauen wir mal. So, immer gucken, ob alle funktionieren. Das sieht ganz gut aus. Wenn ihr mich fragt. Und wir haben 32 neue Roboter, die wir einsetzen können. Sollte das alles ein bisschen beschleunigen. So, jetzt gucken wir mal. Also, Zahnrädchen ist immer noch ein bisschen wenig. Wie sieht's hier aus? Hier kommen immer noch keine Eisenplatten an. Also definitiv zu wenig. Das heißt, wir müssen... Ob ihr es glaubt oder nicht, wir müssen unsere Eisenproduktion noch weiter ausbauen. Hm. Gibt es zwei Optionen. Wir können das schneller werden lassen. Oder wir können zusätzliche Teile rausholen. Was ist eigentlich besser? Geschwindigkeit plus 20. Ich plädiere für die Geschwindigkeitsmodule. Na, ihr seht schon, jetzt haben wir so ein bisschen mehr Ressourcennachfrage und schon fängt das Eisenerz an, knapp zu werden. Auch da müssen wir mal eben ran. Da müssen wir wahrscheinlich auch die Zuführung von dem Erz hier ein bisschen optimieren noch. Denke ich mir mal so. Das ist ja einfach förderbar, das brauchen wir gar nicht mehr, oder? Können wir eigentlich alles wegtun hier? Da kommt auf jeden Fall zu wenig Erz an. Bei beiden hier. Seht ihr? Da unten die unteren Öfen stehen leer. Da müssen wir also auch noch ran. Müssen wir also das Erz noch schneller zuführen. Dazu müssen wir dann alles beschleunigen hier. Was kommt hier eigentlich an? Gar nichts mehr. Kann man das noch hier... Sollen wir das mal komplett einmal... Einmal eine Stufe, einen Tacken schneller stellen hier. Da müssen wir auch die ganzen Unterführungen und sowieso alles schneller machen. Ups. Ich hab's kaputt gemacht. Schauen wir mal, ob das so besser wird. Ich glaube es ja nicht. Genau. Wir wollten uns um den Ölfasstransport kümmern. Ich wollte gucken, wie kann man das... Wie baut man Öl? Wie transportieren wir Öl? Weil ich diese ganzen... Ich empfinde es als suboptimal, dass die Teile immer von A nach B hier geflogen werden. Und ich würde gerne das Öl auch mal woanders hin transportieren. Da habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und während wir jetzt warten, dass sich das dort ein bisschen wieder einläuft, würde ich sagen, wir schauen uns das mal anhand eines praktischen Beispiels an. Dazu bauen wir jetzt mal hier erstmal was hin, wo wir das testen können. Ich glaube, man braucht dann eine Fabrik. Die schließen wir mal an und sagen der Fabrik bitte Fill Crude Oil Barrel.
Das geht aber nur für Crude Oil, oder was? Okay, wir können damit nur Rohöl transportieren. Okay, hat sich das wieder erledigt. Das brauchen wir ja nicht. Hätte gerne das andere in Fässer gepackt, aber das geht nicht. Na gut. Warum auch immer ich jetzt nicht von diesen Expressbändern hier mit befördert werde. Achso, ich habe genug davon, oder? Ja. Okay. Läuft also. Ist schon wieder fast voll. Ah, sehr gut. Dann kommen wir wenigstens nicht in die Bedrohung, ja? Dann bauen wir mal weiter aus hier. Wir müssen also optimieren. Oh, das ist aber immer noch nicht gut hier. Das ist immer noch nicht gut. Muss auch noch früher den umpolen, hä? Bauen wir den mal raus. Und bauen den deutlich früher ein. Da ist ein Strommast im Weg, müssen wir es hier machen. Gut, das ist jetzt nicht wirklich deutlich früher. Außerdem kommt nicht mehr genug Kupfer an. Also wir müssen auch die Kupferbänder beschleunigen. Müssen wir ja eh, weil wir wollen ja, dass das alles schneller wird hier. Dann machen wir das ja erstmal ab hier. Und dann auch bei den Minen vor allen Dingen. Ich kann mir übrigens dann auch hier eigentlich diese Bänder auch bringen lassen. Dass wir da auch mal welche von haben. So, dann gucken wir mal. Ist auch bald leer hier. Den einen hier habe ich ja noch. Den können wir mal hier hinstellen. Und dann müssten wir solche Dinge hier, die müssten wir beschleunigen. Da bauen wir auch nochmal wieder einen Verteiler ein. Diesmal dann einen der von... Oh, so weiter geht's. Logistik, Roboter, Geschwindigkeit noch schneller. Stapelgröße, das haben wir noch gar nicht erforscht. Ehrlich nicht. Kurios. So, dann bauen wir das mal direkt hier hin. So. Sieht schon mal besser aus. Okay, ist hier in Betrieb. Ja, okay. Müssen wir mal abwarten, was das bringt. Jetzt schauen wir mal, wir wollten ja gucken mit unseren weiten Schaltkreisen. Dafür machen wir das ja alles. Ob wir da schon jetzt weitergekommen sind. Weil ohne erweiterte Schaltkreise kommen wir nie unten, dass wir diese Produktivitätsdinger bekommen. Hin. So, schauen wir mal. Ja, hier sieht es ganz gut aus, bringt aber nichts, weil hier hakt es wieder. Hier fehlen die normalen Produktivitätsmodule. Und dann fehlen die hier wahrscheinlich. Ja, also damit das vernünftig und schneller läuft, brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr erweiterte Schaltkreise. So, wir sehen hier,
die Fabriken laufen. Sehr gut. Ja, was wir da dann noch optimieren können, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Factorio, würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut. Denn, ja, ein paar Sachen laufen immer noch nicht optimal, wie zum Beispiel das hier. Also, schaut da wieder rein beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hat euch dieses Video gefallen? Dann lasst mir doch bitte einen Daumen oder einen Kommentar oder am besten beides da. Habt ihr mich noch nicht abonniert? Dann wird es höchste Zeit, denn dann verpasst ihr nicht, was wir sonst noch alles für euch im Programm haben. Was genau findet ihr auch im Sendeplan unter tv.gardehol.de mit einer kompletten Übersicht über alle unsere Shows und unser komplettes Programm. Für euch könnte ebenfalls interessant sein Prison Architect mit mittlerweile über 100 Folgen und unser neuestes Projekt Wildlife Park 3. Tierisch gute Unterhaltung.